Das hat nicht geholfen. Toll. Danke, Spiel, für nichts. So. Kochen. Dann kann ich nämlich hier abfüllen und das reintun. Sehr schön. So. Holen wir uns einfach das Kupfer. Ja, das Zeugs bräuchte ich eigentlich nicht. Davon habe ich eigentlich noch genug. Ja, nichts natürliches Material habe ich genug. Komm ich, warte mal. Da. Da ist auch noch was. Na. Jetzt gib das her. Danke. Die 70 Kupfer, sehr schön. Brigitte, da muss man Helium finden. Helium ist gerade so wichtig. Da ist gar nichts mehr. Okay, das kann ich so auch machen. Okay, damit ist es aus. Oh, hier ist noch... Nee, ist gar kein Glas. Sieht nur so aus, als wäre das Glas. Oh, war Heliumkraftstoff. Eine Leiterplatte. Eine Lampe wäre geil. Ah, ich glaube, langsam ist das Tutorial vorbei. Oh ja. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Nee, habe ich nicht. Hä? Ah, okay. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich habe keinen Platz mehr. Ich dachte, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Da unten sehe ich auch noch Helium. Oh, da ist über noch Helium. Oh, Gott sei Dank. Wenn dir irgendwas ruckartig unter mir wegbricht, ne? Ich schreie sowas von. Ich werde alles zusammenschreien. Ist hier was? Hallo? Nein. Okay. Nur nicht nach unten gucken. Nur nicht nach unten gucken. Okay, da unten ist sehr viel Glas. Ja, klar. Ach Gott, irgendwann fliege ich hier sowas von runter, ey. Es ist immer nur eins. Es ist immer nur ein Helium. Ich gehe erstmal hier runter, glaube ich. Da drüben ist ja... Okay. Ja! Wie wird das gehalten? Das ist ein... Sonst nix? Okay, ja klar. Ja, ja, würde ich auch rüberlaufen. Sehe ich. Da sehe ich mich ja. Oh Gott. Okay, hier liegt Zeug. Sehr schön. Okay, das Kupfer kannst du vergessen. Das kannst du selber haben. Ich will das Kupfer gar nicht haben. So. Mehr ist hier nicht. Okay. Oh Gott. Wieso ruckelt das heute so? Ruckelt das oder täuscht das? Heute ruckelt es irgendwie, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Aber why? Leute, das fällt mir jetzt gerade auf. Warum ruckelt das denn heute? Gestern hat es nicht geruckelt. Ich weiß, es verändert mir eigentlich nicht. Nee, also aus ist ja auch doof. Oh, was war es denn noch düster? Wird es hier gerade noch düsterer dadurch? Nee, immer noch. Mach mein PC irgendwas im Hintergrund. Oh, Windows, wenn du jetzt irgendwelche Updates machst, ne? Wenn Windows irgendwelche Updates im Hintergrund macht. Es wirkt ja gerade irgendwie so. Gestern lief hier alles. Oder es ist das Gebiet hier. Was irgendwie crazy ist. Ich glaube, wir verziehen uns einfach ganz schnell aus dem Gebiet jetzt hier. Ich hole jetzt das Helium.
Dann fliegen wir eh zurück. Weil ich denke, dass ich irgendwas übersehen habe. Und dann gucken wir mal, ob das im anderen Gebiet, wo das grün war, der Nebel, ob das immer noch so ist. Wenn nicht, dann ist ja Early Access, ne? Vielleicht ist es einfach noch nicht optimiert hier, die Ecke. Wie komme ich wieder hoch? Ach, hier. Toll. Ja, aber den besten Steg der Welt. Okay. Da. La, 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 la. Darf ich bitte? Danke. Jetzt geht's wieder. Hä? Okay, ich glaube, mein PC hat irgendwas im Hintergrund gemacht. Ich glaube, mein PC hat irgendwie Scheiß schon wieder gemacht. Was er nicht machen soll. So, wie viel Helium habe ich? Genug für ein Upgrade. Hier. Aha. Okay, I like it. Cool. Jetzt ist er noch größer. Nice. Okay. Jetzt. Oh, jetzt kann ich die Kiste bauen. Zweite Kiste. Warte mal, dann könnte ich es nochmal verlängern jetzt, ja, ne? Warte mal, wo ist denn jetzt? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, wir könnten nochmal um 1 verlängern, mindestens. Vielleicht sogar um 1. Um 1 reden schon. Wir können seitlich theoretisch gehen, langsam mal hinten. Dann gehen wir noch um 1 länger. Wir könnten dann Leiterraum machen, theoretisch, dass man dann auch mal nach unten irgendwann geht. Das würde ich einfach schon mal mit einbauen. Wobei, ist eigentlich egal, ich kann das ja später noch umbasteln, ist ja eigentlich irrelevant. Hallo? 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 Ich würde das... Nee. Nee, geh mal dahinter. Darf ich mal wieder vorbei? Ja, das war richtig. Falsche Taste gedrückt. So, wie sieht das symmetrisch aus? Es muss ja schon ein bisschen... Kann ich hier drauf? Ja, kann ich. Ja. Man könnte jetzt hinten wirklich seitlich gehen. Oh, scheiße. Regen, 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 Regen. Ah, la, la, la. Guck mal, dann mache ich das hier weg. Und dann gehen wir hier lieber... Wieso hat das gerade so komisch geschwankt, als wäre ich... Das ist der Regen. Ich darf nicht im Regen sein. Der Regen ist das Problem. Dann gehen wir hinten lieber jetzt seitlich so ein bisschen. Machen wir das Ganze breiter. Dann muss ich aber die Engines erstmal wegmachen. Das heißt, ich müsste erstmal warten, bis es hier aufhört zu regnen, wie verrückt. Kann ich die Engines... Oh, ich kann die von hier aus. Wartet mal. Nein, ich will... Ich da jetzt runterfliege. Hallo? Ach nee, ich kann die ja aufheben. Ich bin doof. Das ist ja... Ah, ja, ja, ja. Das stimmt, da war ja was. 30, 29. Ich hab noch Metall. Noch eins nach hinten nicht unbedingt, hä? Ich würde schon sagen, wir gehen jetzt seitlich so ein bisschen. Kann ich? Oh, ich habe nicht genug Glas. Ich würde gerne wissen, ob ich das seitlich so machen könnte. Das wäre ja irgendwie cool, dass man so seitliche Kanzeln hat. Ob ich die auch verdrehen kann von so unten, dass das so... Oh, das wäre auch geil. Leiterraum. Wo ist denn die Leiter? Dort ist dann die Leiter. So. Ja, das kommt gleich wieder. Guck mal, wenn ich die alle hier so hinmache, ne, dann könnte man dann nach unten auch gehen oder geht das dann bloß nach oben? Was heißt, ich müsste die dann später unten drunter packen, ne? Raum.
Also wenn man hier so sowas hat, dann würde ich dann dort außen dran. Habe ich jetzt noch Stuff? Ich habe noch Stuff. Ist das jetzt schon außerhalb des... Yo, das ist jetzt sogar schon außerhalb. Was fehlt mir denn in Ressourcen? Metall, warte mal, das haben wir doch. Ist eigentlich schon wieder gerade voll unnötig, dass ich mir so... Ich würde ja lieber gerne alles so ein bisschen offen haben, ne? Aber dann haben wir jetzt hier vorne halt alles richtig schön dichte. Kann ich das da hinten reinschmeißen? Warte mal. Guck mal, ist die Forschung hier hinten, ne? Dann, hä? Achso, weil da Wasser drin ist. Ja, dann bleib halt da erstmal liegen. Mal so. Dann machen wir das daran. Wenn ich dann später nochmal genug Ressourcen nehme. Weil ich hätte jetzt schon genug Ressourcen eigentlich, ne? Ich habe halt die Befürchtung, wenn ich jetzt so schon in die Breite gehe, was außerhalb des Schirms, also des Schirms des Ballons ist, dass ich dann schon mehr Schaden bekomme, wenn zum Beispiel Gewitter kommen und so. Ich glaube, ich mache das erstmal so und spare mir das so ein bisschen auf. Dann tue ich mir lieber hier in Ager hinschmeißen, glaube ich. Können wir noch eine Kiste bauen, bitte? So, hallo, hallo. Jetzt. So. Ach, scheiße. Okay, warte mal. Hier so diese Pflanzen. Verdorbene Nahrung. Okay, die Kiste. Ich wünschte, ich könnte die irgendwie beschriften. Kann ich die irgendwie beschriften? Hallo? Warum? Ich kann so drei Stück hinkriegen, wenigstens. Nee, ich kann die nicht benennen. Schade. Dann würde ich sagen, hier können wir so Reparaturzeug, so zwei würde ich schon immer behalten wollen. Dann haben wir hier das Reparaturzeugs drin. Ach so, oh, Alter. Ja, dieses Spiel. Ich krieg einen halben Herzinfarkt. So. Hier haben wir so ein bisschen Treibstoff. Das muss natürlich in die Engines rein. Oh, das ist jetzt ein Problem. Ich komme nicht mehr daran. Oh, wait a second. Das ist ein Problem. Ich komme nicht an die Engines ran. Doch von hier aus komme ich ran. Das muss ich ja auch ein bisschen einplanen wegen den Engines. Das ist schwierig. Vorher konnte ich ja außen rumlatschen. Das kann ich ja jetzt nicht mehr. Ja gut. Die Kanonen müssten halt jetzt auch woanders hin, ne? Ich müsste halt jetzt noch hier eins ransetzen, hier so. Und dann müssten da außen dran die Kanonen sein. Ich muss umplanen, ich muss es umbauen. Oh, jetzt habe ich gedacht, dass das Spiel Spaß macht. Ja, mega. Auch wenn das Gewitter jedes Mal rein kickt. Das Gewitter kickt aber auch unnormal rein. Also keine Ahnung, welche Sound, wo sie die Sounddinger her haben, aber das ist schon
knackiges Gewitter. So. Hier haben wir noch das. Hier haben wir nochmal das zum Reparieren. Das kommt mit. Ich werde trotzdem wahrscheinlich jedes Mal in jede Kiste reingucken. Bis ich das irgendwann drin habe, wo was ist. Und wenn ich das drin habe, wo was ist, dann kommt irgendwas Neues, irgendwelche anderen Sachen, Kisten, und dann baue ich alles wieder um. Ich weiß es einfach. Es ist immer wieder dasselbe. So, hier ist Treibstoff drin, das heißt, hier kommt nochmal der Treibstoff mit rein. Und ein bisschen sortieren hier das Ganze. So. Gib mir mal die Kiste. Kann ich jetzt hier so... Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Kriegen wir noch eine Kiste, bitte? So. Hier hinten könnte man... Ja, solches Zeugs reintun. Printing completed. Oh, verflucht. Was ist denn jetzt hier? Die Pflanzen sind auch verdorben? Oh, shit. Die Pflanzen können auch verderben? Hätte ich die wahrscheinlich gleich umcraften müssen zu irgendwas Brauchbarem, ne? Ach, scheiße. Hallo? Hä? Hallo? Kannst du mal... Hey? Er ist auf dem Luftschiff. Was hast du denn? Ja, wo ist vorne? Welche Richtung dreht sich das denn jetzt? Checkt das in der Mitte nicht, dass da was ist? Okay, das triggert mich ein bisschen. Gut, dann machen wir hier so besondere Sachen einfach rein. Sowas hier zum Beispiel. Da guck mal, und sowas gecraftetes hier. So. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht perfekt, ne? Aber ey, immerhin. Regnet das gerade hier rein? Jetzt brauche ich wirklich Fenster und so. Shit. Oh, jetzt muss ich das wirklich dicht halten, ne? I don't like it. So, Kochstation. Die Kochstation würde ich hier runtersetzen. Ach, guck mal. Ah, man kann das so zusammenpacken. Okay, das ist angenehm. Kann ich nochmal die woanders hinsetzen? Guck mal, setzen wir die hier so. Mit den Kisten hier so ein bisschen. Oh nein. Wie oft denn noch? Scheiße. Ich habe jetzt gleich wieder... Ich würde ja gerne... Aber ich traue mich nicht zu fliegen, wenn ein Sturm kommt, ne? Ich traue mich nicht zu fliegen, wenn ein Sturm kommt. Wobei, ich kann speichern, da kann ich auch mal probieren. Mal tryen. Gott. Ich will dahin nochmal. Weil ich die Befürchtung habe, dass ich halt irgendwas übersehen habe. Okay, ich muss... Ich habe Angst, dass die Dinger irgendwie gegen mich knallen. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie das ist mit Steuern, wenn ich im Sturm bin. Oh, das sieht aus, das wirbelt richtig nach oben gerade alles. Das ist schon hart creepy. Okay, wir testen es mal. Also, rechts. Wir gucken in die Richtung, rechts ist das, wo ich hin will. So, hoch. Hoch, 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 so hoch, wie es geht. Turbine beschädigt. Maximale Höhe wird verringert. Was?
Okay, das war ein heftiger Blitz. Ist jetzt in meine Engine reingeknallt. Höchstgeschwindigkeit wird verringert. Da. Da will ich hin. Welchen hat's erwischt? Nee, der hier. Der hat nur 10% Gesundheit gehabt? Oh, Scheiße. Okay, Gewitter ist ja mal hardcore. Nein, ich habe gerade Funken gesehen. Wir landen da jetzt gleich und dann repariere ich. Wir sollen zum Ausrufezeichen. Zu so einem von den zwei da. Okay. Dann wäre das rechts hinter Ökos Alpe, da hinter uns, links, rechts hinter uns. Sind jetzt hier irgendwas? Habe ich hier irgendwas übersehen? Oder habe ich vielleicht schon im Vorhergehenden irgendwas übersehen? Alter, das wirbelt so sehr hoch, das sieht so creepy aus. Außer wieder schön. Bin ich aus dem Sturm raus? Ich bin aus dem Sturm raus. Wait a second, das ist jetzt alles rot. Warum ist das jetzt alles rot? Hier. Oh Gott, das hat's reingeschallert. Oh Gott, hat's hier reingeschallert. Nee? Ich gucke jetzt nochmal alles durch. Nee, das ist okay. Das ist jetzt auch okay. Das sieht okay aus. Sieht okay aus, sieht okay aus. Oh, jetzt kann ich die Türen wieder aufmachen. Die Engines sehen auch okay aus. Jau. Da hat's reingescherbelt. Ja, ich muss das umbauen. Ja, wir bauen das gleich um. Ich würde den Weg jetzt hier vorzuziehen. Dass wir die zwei Abbaulaser hier vorne drauf machen, links und rechts. Das ist so einfacher für mich dann zum Koordinieren. Warum hat sich jetzt das... Warum hat sich der Dunst farblich verändert? What's happened? Weird. Jetzt ruckelt's wieder, ne? Also irgendwie. Kann ich jetzt da mal reduzieren irgendwas? Den Entfernung sehen. Könnte ich ja mal ein bisschen. Ich kann es nicht mal anwenden machen. Was ist denn Beschattung? Was soll Beschattung sein? Ja, rein gar nichts. Ich guck gleich mal in die erste Aufnahme dann rein. Mal gucken. Das nur bei mir so wirkt in der Vorschau, ob das wirklich halt irgendwie performancemäßig gerade im Keller ist. Whatever. So, habe ich hier irgendwas übersehen? Muss ich ja eigentlich... No, hier springe ich lieber nicht runter. Weil hier sollte ich das doch öffnen. Das war da drüben. Da ist ja noch Helium da unten. Komme ich da wieder hoch? Warte mal, ich speichere das mal ganz kurz. Komme ich da... Okay, grafisch hat sich jetzt gar nichts geändert. Wahrscheinlich muss ich neu starten, ne? Da ist auch noch Helium. Okay, ich habe hier echt einiges übersehen anscheinend. Aber jetzt nichts Blaupausenmäßiges. Okay, das heißt, es gibt noch so kleine versteckte Ecken. Okay, das ist schon mal cool. Hat sich schon gelohnt, dass ich hier wieder zurückgekommen bin, auch wenn ich jetzt
die Blaupausenmäßig das immer noch nicht hinkriege. Weird. Darf ich hier drin irgendwas übersehen? Hm. Oder hier, warte mal, hier war ich doch. Da war aber nichts. Ach, der Autoreifen. Die alte Zeit. Zeit der Autos ist lange vorbei. Nee. Ja, jetzt sind wir hier, jetzt muss ich hier umbauen. Habe ich dafür genug Stuff dabei? Sollte ich eigentlich. 10, 5, ja. Ja, bis 900 Einheiten können wir jetzt hier erweitern. Ressourcentechnisch habe ich ja auch noch genug. Ich habe extra ein bisschen gefarmt. So, muss man kurz was holen. Hä? Wieso konnte ich denn das da jetzt hinmachen? Wir könnten mal... Ah, mit Plastikmüll. Wo habe ich denn den Plastikmüll hingeschmissen? Nee. Ich hoffe, das gibt immer so 5er Packs, das wäre nice. Printing completed. Ich lasse da immer so mal so Lücken dazwischen, würde ich sagen. Und schon regnet es wieder. Kein Strom. Nein, das ist der Akkus alle. Ich konnte das doch. Das gibt 5 von 5. Oh, danke. Ich baue mal noch ein paar. Oh Gott, das gibt 5 von 5. Oh, bin ich gerade erleichtert. Ich hatte Angst, dass das so 1-1 gibt. Das wäre echt kritisch gewesen. Und das geht schnell. Oh Gott, die Flicken gehen schnell. Wie geil. Nee. Hier. Okay, davon sollte ich Vorrat haben. Drei Helium haben wir. Hatte ich aber... Ich hatte das doch schon erforscht, diese... Die Ladebase. Hatte ich das schon erforscht, glaube ich, ne? Ihr Werkzeug-Ladegerät. Ein Transformator und eine Leiterplatte. Maschinenteile. Das haben wir ja alles. Warte mal. Hier. Und Platine so ein. Das kriegen wir hin. Komm schon. Dann können wir das wieder aufladen. Und fertig. Werkzeug, Ladegerät. Let's go. So, Kupfer könnte man auch mit hier reinschmeißen eigentlich. Ja, dann tue ich das auch mit hier rein einfach. Ja, wir müssen nebenbei wieder farmen ein bisschen. Ich glaube, wenn wir so große Distanzen fliegen, so einfach... Slow und steady Gas geben und dann. Ladegerät benutzen. Hier. Fertige Luftschifffülle in der
Und wie lädt das jetzt? Ah, lol, da braucht. Ah, okay. Nee. Okay. So geht das. Ah, jetzt lädt das auf. Okay. I understand. Ah, alles klar. Wie viel brauchen das pro 10% pro komplette Aufladung? Ah, wahrscheinlich ist 20. Ja, ist okay, das benutzt man nicht so oft. Das geht schon. So, Extraktor, komm mal mit. Das Ding müssen wir auch noch umsetzen. Upp. Kann ich das bitte? Okay. Du. Hey, können wir eigentlich hier so reinsetzen, hier so in die Ecke, oder? Ich meine, das ist ja nur Slow and Steady, das brauchen wir jetzt nicht aktiv, das Ding. Und den Angler könnten wir theoretisch auch so platzieren. So. Den Angler könnten wir theoretisch hinten hin platzieren. Dann müsste ich aber die Geländer alle neu machen. Dann könnte man hier so als Ein- und Ausstieg das so offen lassen. Wäre ganz cool. Ja gut, ich gehe da hinten jetzt nicht hin. Also eigentlich kann ich das so lassen, das passt schon. So, kriege ich bitte meinen Handschuh wieder? Danke. Und wie hat es jetzt verbraucht? Na, 20, okay. Dachte ich mir schon. Okay, sehr schön. Könnte man auch hier vorne so in der Mitte was setzen, ne? Aber das wäre halt dumm wegen Fliegen. Also als Rammschutz wäre das... Wie sieht denn das aus, wenn ich das so hinsetze? Ist halt ein bisschen im Weg, ne? Gut, ist aber okay. Man kann trotzdem gut fliegen, man hätte die Upper. Finde ich gut, das sieht gut aus vom Design. Wenn man das jetzt außen, wenn man diesen Laufsteg noch zwei breit macht, so breit wie halt so ein Segment ist, könnte man dann auch unten drunter Segmente machen und man läuft quasi auf diese Ein-Außen-Segmentbahn rum. Ne, dass das hier alles zwei breit ist. Dann würde ich die nächste Erweiterung vom Ballon vielleicht nach vorne machen. Warte mal. Ich habe jetzt zwei, ne? Ich habe drei. Ja, hier bräuchte ich sechser. Ja, noch eine Erweiterung, dann bräuchten wir... Ja, nur ein Helium noch. Das geht. Das ist nix. Das finden wir. Das dauert auch nicht so lange, dass wir das finden. Ich tue aber erstmal hier noch die Dings reparieren. Ich glaube, ich farm dann heute Abend wieder. Gucken. So, das haben wir. Das habe ich aufgeladen. Was trinken? Jetzt die Frage, wo jetzt hin, ne? Wir können ja erstmal zu so einem Ausrufezeichen, was 1 Kilometer entfernt sein soll. Das wäre halt hinter uns links. So in die Richtung, so semi, so leicht schräg. So, aber